Alles in Ordnung, Harry? Du bist so still. Er hat meine Eltern getötet, nicht? Der, dem ich das hier verdanke. Wenn man sich vorstellt, dass die jungen Harry-Potter-Darsteller sozusagen einen Großteil ihrer Jugend mit den Dreharbeiten verbracht haben, ist es nicht schwer zu glauben, dass es für die Dreharbeiten und Sonstiges gewisse Regeln gab, die es zu befolgen galt. Nicht nur die jungen Schauspieler mussten sich dabei an bestimmte Vorschriften halten, sondern alle. Natürlich sind diese von jungen Schauspielern etwas schwerer einzuhalten als für bereits erwachsene und reife Schauspielkollegen. In so manchem Fall hat nämlich das Brechen einer Regel sogar zum Ausschluss aus den Dreharbeiten geführt. Hier kann man sich also vorstellen, dass spätestens danach alle die Vorschriften sehr ernst genommen haben. Aber welche Regeln waren das? Hier erfahrt ihr es. Kein Weitersagen von Informationen. Diese Regel mag für einige offensichtlich sein, für andere aber auch albern, da die Filme auf den Büchern von J.K. Rowling basieren. Wie wir jedoch wissen, folgen nicht alle Anpassungen buchstabengetreu dem, was auf den Seiten der Bücher steht. Den Schauspielern war es strengstens untersagt, Informationen über die Filme preiszugeben, angefangen von der Frage, wer die neuen Charaktere spielen würde, bis hin zu den Drehorten und Daten. Kein Alkohol und kein Drogenmissbrauch. Die gesamte Besetzung musste die Regel befolgen, während der Aufnahmezeiten keinen Alkohol zu trinken, obwohl Gerüchten zufolge Daniel Radcliffe dies nicht immer befolgte, denn es ist bekannt, dass der Schauspieler, als er das gesetzliche Trinkalter erreicht hatte, wegen seiner Trunkenheit in Skandale verwickelt war. Den Hauptdarsteller auszuschließen, weil er sich nach so vielen Jahren und Filmen, die gemacht wurden, nicht an diese Regel hielt, kam für Produzenten und Regisseure jedoch überhaupt nicht mehr in Frage, denn hättet ihr euch vorstellen können, dass Harry Potter einfach so ersetzt werden könnte? Derjenige, dem dies jedoch nicht verziehen wurde, war Jamie Waylett, der Vincent Crabb, einen der besten Freunde von Draco Malfoy, zum Leben erweckte. Nachdem er Teil des erfolgreichen Franchise-Unternehmens war, änderte sich das Leben des Freundes von Draco Malfoy. Tom Felton hat nach der Nachricht von seiner Verhaftung harte Worte gesprochen. Das Harry-Potter-Phänomen im Kino steigerte nicht nur die Popularität der J.K. Rowling-Saga, sondern katapultierte auch ihre Protagonisten Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton zum Ruhm. Sie ermöglichte es auch einer neuen Generation, die Karrieren großer Schauspieler wie Alan Rickman und Maggie Smith kennenzulernen. Doch obwohl die magische Geschichte für ihre Darsteller sehr profitabel war, nahmen Ruhm und Karriere von einem von ihnen eine dramatische Wendung. Jamie Waylett, der junge Mann, der Vincent Crabbe das Leben schenkte, beendete seine Teilnahme an den Filmen nach Problemen mit der Justiz. Obwohl Crabbe keine Hauptrolle spielte, erregte er die Aufmerksamkeit der Fans, indem er sich der Gruppe von Draco Malfoy anschloss. Nach seinem Ausstieg aus der Geschichte und mit kleinen Rollen in der lokalen Unterhaltungsindustrie in England hat Waylett seine erste Begegnung mit der Justiz im Jahr 2006, als er von der Polizei verhaftet wurde, als man ihn mit einigen Freunden beim Kokainkonsum erwischte. Im Jahr 2009 wurde Jamie Waylett erneut auf frischer Tat ertappt. Dem Schauspieler wurden 8 Beutel Marihuana und ein Messer aus dem Inneren seines Autos beschlagnahmt. Als die Polizei das Haus seiner Mutter betrat, fanden sie Cannabiskulturen. Nachdem er sich schuldig bekannt hatte, wurde er zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Damals gab Warner Bros. Bekannt, dass der Schauspieler nicht mehr zu Harry Potter gehören würde. Waylett wurde vom Gericht Wood Green Crown verurteilt, weil er Mitglied einer Bande war, die die Straßen eines Londoner Stadtviertels übernahm und Verwüstungen anrichtete. Der Schauspieler erhielt eine Gefängnisstrafe von 2 Jahren. Von allen Schauspielern war der einzige, der sich als Zeuge meldete, Tom Felton, der von dem Schicksal, das seinem ehemaligen Partner das Leben nahm, schockiert war. Es ist eine Enttäuschung. Ich habe nichts zu kommentieren, außer, dass er ruiniert ist. Es ist eine Schande für ihn und für das Unternehmen von Harry Potter, sagte der Schauspieler auf einer Pressekonferenz für Harry Potter und der Halbblutprinz. Aber zurück zu Daniel Radcliffe. Es gibt viele junge Künstler, die Opfer ihres eigenen Ruhms werden und entweder drogen- oder alkoholabhängig werden. Der berüchtigste Fall wäre der von Macaulay Culkin. Aber er ist nicht der Einzige und jetzt ist es der Schauspieler Daniel Radcliffe, weltweit bekannt durch Harry Potter, der einen Schritt nach vorn gemacht hat und ehrlich über seine Probleme geworden ist. Der Schauspieler der gefeierten Saga erzählte bei der Verleihung der TV Critics Awards in Kalifornien, wie seine erfolgreichen Jahre während seiner Arbeit an J.K. Rowlings Filmen verliefen. In meinem Fall war der schnellste Weg, um zu vergessen, dass ich die ganze Zeit von allen unter die Lupe genommen wurde, sehr betrunken zu sein. Und wenn man betrunken ist, denkt man, oh, die Leute
Leute schauen mich noch mehr an, aber das liegt daran, dass ich so betrunken bin, also sollte ich vielleicht noch mehr trinken, um sie noch mehr zu ignorieren, erklärte Daniel, der mit nur 12 Jahren ein internationaler Star wurde. Es gibt keinen Ausweg, wenn man so jung anfängt, sagte der britische Schauspieler. Alle Teenager, ob berühmt oder nicht, entdecken die Welt, gehen auf die Straße, probieren Neues aus. Eine der Folgen ist, dass sie auf Partys gehen und sich mit ihren Freunden betrinken. Man kann nicht mit ihnen in einer Bar sein und Wasser trinken. Ab einem gewissen Alter ist es normal, sich voll zu saufen, vor allem in einem Land wie England, in dem die Menschen viel trinken, sagte der Schauspieler, der mit seinem Alkoholproblem den Tiefpunkt erreicht hat. Aber seit er 29 ist, ist er völlig clean und hat seine Sucht überwunden und er überlegt, wenn ich an all das Chaos denke, das ich in mein Leben eingeladen habe, sage ich mir, dass ich jetzt viel glücklicher bin. Aber er gibt zu, dass er, obwohl er eine schwere Zeit hinter sich hat, seinem Beruf und seinen Gräben nicht die Schuld gibt. Selbst als ich deprimiert war, liebte ich meinen Beruf noch. Ich habe nie gedacht, ich wünschte, es wäre nicht passiert. Die Schulbildung nicht vernachlässigen. Daniel, Rupert, Emma und Co. wurden schon in der Grundschule zu Weltstars. Aber eine der strengsten Bedingungen, unter denen sie zur Besetzung gehören durften, war, dass sie weiter lernen und ihre Hausaufgaben machen mussten. Als einige junge Schauspieler erfuhren, dass sie durch Harry Potter auf Lebenszeit berühmt wären, hätten zwar einige von ihnen wegen des Ruhms und des vielen Geldes, das sie in jungen Jahren angesammelt haben, ihre Schulbildung gerne hinter sich gelassen, aber die Produzenten hatten als strikte Vorschrift, dass die jungen Schauspieler ihre Schulbildung nicht beenden durften. Zwischen den Szenen gab es Tutoren, die den Darstellern bei ihren Hausaufgaben halfen. Emma Watsons Schulbildung. Ihre Grundschulzeit verbrachte sie zunächst von September 1995 bis Juni 1998 an der Lynham School. Danach besuchte sie von September 1998 bis Juni 2003 die Dragon School. Zu diesem Zeitpunkt begann sie mit den Dreharbeiten zur Harry Potter Saga. Sie wurde plötzlich berühmt und ihre Schule musste besondere Regeln aufstellen, um ihre Ruhe zu gewährleisten. Um zu verhindern, dass alle Schülerinnen und Schüler sie belästigen, war es ihnen nicht erlaubt, sie um ein Autogramm zu bitten. Diese Bestimmungen galten jedoch nicht für ihre Freunde, sondern für diejenigen, die sie nicht kennt. Nach ihrem Studium an der Dragon School wurde sie ab 2003 an der Haddington School, einer privaten Mädchenschule in Oxford, eingeschrieben. Nachdem sie 2008 ihr Abitur bestanden hatte, nahm sie ein einjähriges Sabbatical, bevor sie im Herbst 2009 an die Brown Private American University kam, um Literatur zu studieren. Im September 2011 war sie an der Universität Oxford immatrikuliert, um ihr Studium der englischen Literatur fortzusetzen. Im Mai 2014 schloss sie ihr Studium an der Brown University in diesem Bereich ab. Daniel Radcliffes Schulbildung. Er wurde in liberalen Schulen für Jungen ausgebildet, darunter Sussex House School, heute Cardigan Square, und die Radcliffe School im Stadtteil Chelsea. Nach der Veröffentlichung des ersten Harry Potter Films wurde der Schulbesuch für ihn schwierig. Einige seiner Klassenkameraden wurden feindselig. Während seine Schauspielkarriere begann, einen wichtigen Platz in seinem Terminkalender einzunehmen, setzte Daniel Radcliffe seine Ausbildung durch Nachhilfeunterricht am Set der Harry Potter Filme fort. Er gab zu, dass er kein sehr guter Schüler war, da er die Schule für unnötig gehalten und die Arbeit wirklich schwer gefunden hat. In seinem Abitur, das er 2006 ablegte, erhielt er die Note A. Entschied sich dann aber, eine Pause von seinem Studium einzulegen und nicht zur Highschool oder Universität zu gehen, da er sich als schlechter Schüler betrachtete und seine Schauspielkarriere leichter fortsetzen wollte. Gleichzeitig erklärte er, dass es schwierig wäre, eine normale Universitätserfahrung zu machen. Rupert Grints Schulbildung. Er wuchs in Watton-at-Stone, Hertfordshire, auf und besuchte die Richard Hale School in Hertford. Während seiner Schulzeit zeigte Grint ein großes Interesse am Theater. Er begann in Schulproduktionen zu spielen und schloss sich der Tophead Stage and Screen School an, einer lokalen Theatergruppe, die ihn als Fisch auf der Arche Noah und als Esel in einem anderen Krippenspiel darstellte. Er spielte weiterhin in Schultheaterstücken mit, während er auf die High School wechselte. Allerdings hatte Grint vor der Harry Potter Serie noch nie professionell geschauspielert. Im Alter von 16 Jahren verließ er die Schule, um sich auf seine Schauspielkarriere zu konzentrieren. Ich mochte die Schule wirklich nicht besonders, sagte er später. Nichts aus der Produktion stehlen. Vielleicht wünschen sich viele ein Andenken an den Ort, an dem sie arbeiten. Vor allem, wenn es sich um eine Bank oder ein Juweliergeschäft handelt. Fernseh- und Filmschauspieler, obwohl sie viel Geld haben, wollen auch ein kleines Souvenir von den Filmen und Serien, in denen sie aufgetreten sind.
Es gibt einige, die nicht aufgeben, wenn die Produktion sich weigert, ein Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Also nehmen sie den einfachen Ausweg und wenden das Motto an, das besagt, es ist besser, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. So sehr man sich vorstellen kann, wie verlockend der Gedanke ist, etwas von dem Set der Harry Potter-Produktion mitzunehmen, stehlen war tabu. Wenn die Produzenten es also nicht erlaubten, durfte keinesfalls etwas ohne deren Wissen entfernt werden. Vielleicht, weil fast jeder Gegenstand zu einem Relikt der Saga werden würde, die Geschichte am Laufen hielt oder einfach, weil er nicht ihnen gehörte. Wenn man die Vorschriften genauer ansieht, so hat jede einzelne ihre Daseinsberechtigung. Vor allem die Sache mit der Schulbildung ist lobenswert und zeigt, dass sich die Macher der Filme wirklich um die Zukunft der jungen Schauspieler Gedanken gemacht haben und Wert auf Bildung und Kultur gelegt haben. Auch wenn sich die meisten ein Vermögen aufgebaut haben, von dem die meisten in ihrem Alter nur träumen können, haben sie sich nicht darauf ausgeruht, sondern sind ihrem normalen Schulweg gefolgt. Emma Watson hat nebenbei sogar studiert, was zeigt, wie vielseitig die Schauspielerin ist. Wie findet ihr diese Regeln? Hättet ihr euch daran gehalten? Erzählt es uns unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!